Ich gehe einfach rein. Keine Zeit zu klopfen. Hallo? Was geht ab? Good. Drew's not here. Yep. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Wir gucken uns erstmal alles an. That the dinner choices are steak or steak. Ah ja. Haben jetzt nur die Uni-Auswahlpreise, okay? Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. 1. August 2009, Andrew North, Blackwell Academy, Arcadia Bay, bla bla bla. Lieber Andrew, mit großer Freude verleihe ich Ihnen ein volles Sportstipendium für das Footballspielen an der Staatsuniversität Oregon. Wir wissen, dass ein junger Mann mit Ihren Fähigkeiten und von Ihrem Charakter eine großartige Ergänzung für das OSU-Franchise sein wird. Einer Football-Dynastie, die seit Jahrzehnten NFL-Talente hervorbringt. Keine Ahnung, damit kenne ich mich nicht aus. Football-Poster. For the love of God. Benutzen! I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Oh, von Abteilung für Zulassungen. Der Benutzer Spendungsangebot. Lieber Andrew, Glückwunsch, Ansicht, der unglaublichen Erfolg, Footballspieler, Schüler. Freut es mich, Ihnen ein offizielles Stipendium anzubieten. Abschluss der Universität von Oregon ist einer angesehenen akademischen Abschlüsse im pazifischen Nordwesten. Wir glauben wirklich, dass Sie ein Schüler und Athlet sind, der das Potenzial hat, einen großen Eindruck in unserem Team und unserer Schülerschaft zu hinterlassen. Als leitender Trainer bin ich hier, um Sie auf Ihrer Reise zum Erfolg zu unterstützen. Die Details angebotene Sportstipendien sind wie folgt. Von North an Adam, Universität von Washington. Ach du, besuchen die Universität von Washington. Hallo Chris. Vielen Dank für Ihre Berücksichtigung und großzügige Stipendiumsangebot. Ich bedauere Ihnen mitzuteilen, dass ich ab Herbst die Staatsuniversität Oregon besuchen werde. Danke für Ihre Zeit, Drew. Originalnachricht, etc., etc. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Zachary Riggins. Hey, Alter, hast du noch Pillen? Ich bin fix und fertig. Du hast gesehen, wie ich gestern was für dich eingesteckt habe, oder? Niemand haut meinen Kollegen um, während ich zugucke, aber sorg mir welche, okay? Ich brauche nur etwas für die Schmerzen. Ja gut, Oxy? Ist das nicht Oxycodone oder sowas? Ich habe keine Ahnung. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Ah, von Anthony North. An Drew North. Was für ein Spiel, Drew, was für ein unglaubliches Spiel, Sohn. Der Wechsel im dritten Viertel, du weißt, wie man sich bewegt, kein Zweifel. Ich verbrachte den Tag wieder in der Bücherei, du weißt, Computer liegen mir nicht. Aber ich versuche zu lernen. Es gibt eine Förderklasse und ich versprach Mikey daran teilzunehmen, damit ich endlich tippen lerne. Auf dem Boot musste ich nie tippen. Ich brauche ewig nur für diese E-Mail. Die Voraussicht auf Arbeit steht schlecht, aber du weißt ja, wie es ist. Mach dir keine Sorgen um deinen Vater, behalt den Ball im Auge und nichts kann ich aufhalten. Ich bin stolz auf dich. PS, umarm Mikey für mich. Ich komme morgen Nachmittag vorbei, um ihn zur Klinik zu bringen. Vergiss das nicht. Mich würde lieber mehr so ein Internetsuchverlauf interessieren. I lost my release form. I was really looking forward to running all those sweaty laps. Freistellungsformular Schüler 1, Name, du noch Geschlecht M, Geburtstag am 3. April 92. Michael North, Geschlecht M, Geburtsdatum 27. September, Dezember 96, Schüler 3, Name Lehr, Geschlecht Dalala, Notfallname Anthony North, Person Vater, Telefonnummer Tralala. Ich verstehe, dass mit der Teilnahme meines Kindes, meiner Kinder am Sportunterricht an der Blackwell Academy Risiken verbunden sind. Hiermit autorisiere ich die Angestellten und die Fakultät der Blackwell Academy in einem Notfall nach bestem Ermessen zu handeln und akzeptiere alle angefallenen medizinischen Kosten. Unterschrift Anthony North, Name, Druckbuchstaben Anthony North. Datum 29.04.2010, Abesse, da la 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 la. Durgeron. Yeah. That fucker's dead. Die Legende von Lethe, das Schlachtlabyrinth des Durgaron. Bad guys don't usually look so obvious, but
This is still awesome. Maniac Cal. Sergeant Blood gegen Maniac Cal, okay? Awesome. Dr. Timebot, The Jurassic Edition. Die Jura-Edition. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Ah, Calamas, die war auch da gerade zu sehen. Okay, Bild. They look so happy. Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Oh, Shelter for the Homeless. Ah, Obdachlosenheim, nicht schön. Papas Adresse, Sinton Street, Order Drive, Obdachlosenheim. Oh, das ist... Ist nicht schön, nein. Absolut nein. Ansehen. Is the money in there? All right. Guess I have to crack a 4-digit code. Ja. Aber welche könnte es sein? Vielleicht sein Geburtsdatum. Ich guck mal da kurz rein. 3. April 92. Also 3492. Wir probieren's aus. Damn it. Wrong numbers. Okay, dann 1992. Damn it. Wrong numbers. Puh, dann ist das eine sehr gute Frage. Was könnte... Was könnte die Kombi sein? 0909? Naja, irgendwie glaube ich das nicht. Das wäre zu billig, aber... 0909. Ich probiere es einfach aus. Damn it. Wrong numbers. Oh, mein Auge tränt immer noch, ey. Das ist so ekelhaft. Wie könnte das Passwort sein? Das gibt's doch nicht. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Vielleicht irgendwas for the love of the game. Hoping that Drew went with something obvious for his lock combo. Ja, dieses 11, 20, 36. Aber welche? Es sind ja nur 4 Zahlen. Und ich habe jetzt keine Lust, alle auszuprobieren. Vielleicht was auf dem Bild? They look so happy. Ja, auch nicht. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? 12-12 vielleicht? Ich hoffe, ich habe ewig Zeit, ey. Damn it. Wrong numbers. Ja, woher soll ich denn diese blöde Kombi kennen? Vielleicht irgendwas in den E-Mails oder so? I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can. Steht nichts von Zahlen drin. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Irgendwas Offensichtliches. Es muss ja irgendwas davon sein. 2236 vielleicht, wenn man die Quersummen davon nimmt. Ich halte ihn zwar nicht für so intelligent, aber... Obwohl, man vielleicht 1236. 1, 2, 3,
might actually need some help with this one. Raten müsste am wichtigsten. Weißt du nicht? Mikey vermutlich. Wann ist Mikeys Geburtstag? 27.12. Ich schmeiß wahrscheinlich eine Party. Ich schick dir die Infos. Danke. 1227. Worth a shot. Hoping that Drew went with something obvious for his lock combo. This is kind of fun. Made it! Oh, wie süß. Did little Drew beat you up too? Solltest das Geld nehmen und lieber gehen. Jackpot. I'm kind of good at this. Okay, got the money. Time to bust out of here. Ja. Ups. Hi, Mikey. Hey, Elamon. Chloe, what are you doing here? Ich suche Drew. I was looking for your brother, but he's not here, so. Why? Bro. We gotta go. Yesterday wasn't enough? You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Was ist hier los? Der Bad Boy. Shit. Komm rin. Was ist hier los? Drew, what's going on? Don't worry about it. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Amy, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit! I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started 2-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough time. Oh, yeah. That's bad. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. Oh, I want my fucking money! Oh. You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please! Just give me 1 week! You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid! No one steals from me! No one. Ich glaube, wir geben sie mal einfach. Gucken, was passiert. Stop. It's okay. I've got your money. Ah, I didn't realize we had an audience. Hey, Mikey. Okay. Who the hell are you? Frank sent me. To collect. That's what Frank was going on about? Yep. Wait. Are you the bitch who tuned up Sheldon? No. That guy at the mill? Das ist doch egal. So what? He'll recover. Anyway, I'm here. And I've got the money. Frank was right about you. Was hat er überhaupt gesagt? Let's see the cash. We need that. Ah, not good. It's all here. Mikey, you need to help your big brother.
Help him understand that I take this shit seriously. Come on. Mikey's got nothing to do with this, man. You help your brother understand that if he steals from me again, I'm coming back here and I'm going to break his knees. Oh, thanks, shit. Kid. Tell Frank I owe him one. Not good. We needed that money. You just screwed us over. Are you crazy? That guy could have killed you. You don't know anything about this situation. It's none of your business. Oh, da will man einmal helfen, ne? Ich versuchte zu helfen, Himmelarsch und Zwirn. I was trying to help. Damon wasn't going to stop until he had that money. You think you're some kind of hero? Stepping in for poor Nathan Prescott? And now you're messing with our lives? Mikey, I gotta look at your arm. Just leave us alone. Ah, dann sag ich halt nichts, dann gehe ich einfach. Wenn die es nicht zu würdigen wissen, dann leckt mich doch alle. Also im Spiel. We'll be okay. Ich soll die Tür nicht zu.